Ja, tatsächlich. Wir haben gerade auch noch ein bisschen die Rechenschieber hin und her geschoben. Wir haben jetzt auch tatsächlich gesagt, wenn Heidenau das gewinnt, weil ich glaube, alles, was sie gerade trennt, sind 8 Bälle. Und wenn die gewinnen, kriegen die ja ihre Plus-Sätze wieder zurück. Dann sollte auf jeden Fall Heidenau vorne sein. Und deswegen, ich glaube, damit haben die selber nicht gerechnet, dass sie jetzt hier ein Endspiel gegen Brettdorf haben, wo sie auf einmal sagen können, okay, vielleicht wollen wir doch nochmal ein Viertelfinale in unserer ersten DM, die wir überhaupt mitspielen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aber ich denke, der Anspruch von Brettdorf wird es auf jeden Fall sein, hier nicht ohne Punkteverlust reinzugehen. Erste Ballwechsel gleich wieder lang. Oh, Zuspiel viel zu weit. Oh, bisschen Chaos. Chance für Joey. Oh, super Länge tatsächlich der Ball hier. Wir müssen jetzt mal schauen, wer jetzt hier am Ende wirklich mal ein bisschen Druck aus dem Rückschlag kriegt, weil an sich die Annahmen sehen gerade gut aus, die Zuspieler auch. Und wenn es so weitergeht, können wir auch wahrscheinlich diesen einen Ball jetzt noch eine halbe Stunde zu gucken. Oh, aber Jan trifft da hinten die Lücke, super gemacht. Aber jetzt 1:0 für Heidenau. Steht super hier. Und trotzdem, Joey kriegt es gerade nicht hin, auf diese gut gestellten Bälle zu verwandeln. Baut zwar jedes Mal ein bisschen Druck damit auf, das ist nicht das Thema. Ah, da haben wir wieder, ich will nicht sicher, ob es Höhenrekord ist. Kommt auf jeden Fall nah ran. Da haben wir jetzt zum 1:1. Und dann sehe ich schon wieder, es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo es wieder darauf ankommt, keine Fehler zu machen, den Ball so häufig wie möglich rüber zu bekommen. So, ich bin auch wieder zurück. Ja, du siehst, wir sind wieder bei 25 Minuten Ballwechseln angekommen tatsächlich. Oh, okay. Oh, den hat er noch, Ah, schade. Gut, dass er sich nicht verletzt hat. Das sah gar nicht so geil aus. Hat auch gut angedummiert. Wenn er da gegen den Tisch crasht, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Und du hast tatsächlich wahrscheinlich unseren Höhenrekord verpasst. Oh, wo lag der? Knapp über dem Empelde-Logo. Stark. Von Jan? Natürlich. Ah, Jan hat auch. Aber er hat auch den ersten Punkt gemacht, also er ist auf jeden Fall im Spiel drin. Absprachefehler hier. Oh, super kurzer gelegt noch, aber schön aufgeworfen Pass hier von Joey. Ja. Ich wiederhole mich gerne 15 Jahre. Ja. Das muss wirklich in jedem Spiel erwähnt werden. Ich finde es einfach nur krass. Ja. Oh, super Zuspiel, läuft richtig gut. Da kann man mal richtig draufknallen den Ball. Ja, zu wenig. Ja. Na komm. Gut verpasst. Okay, das ist ja mega cool gemacht. Ja. Baut hier komplett die Spannung für den Preller auf und im letzten Moment die komplett zu lösen und die kurz reinzulegen. Also mich hätte er gehabt, bin ich ehrlich. Ja. Wirklich quasi über den Kopf rüber. Auch interessant, habe ich auch wahrscheinlich selten gesehen. Wenn nicht sogar gar nicht. Kriegen jetzt den Leinfehler hinterher geschenkt. Er zwingt durch diesen Ball auch gleich den Eigenfehler vom Gegner.
Super Eindruck war der Gegner. Aber wir haben auch hier gerade wieder Eigenfehler, sind hier wirklich Gift, weil beide Angreifer kommen nicht so wirklich durch die Abwehr. Und jeder Fehler tut dann einfach nochmal richtig weh. Das ist aber auch irgendwo Jans Präsenz, die da einfach auch das ist Angst absolut erzeugt. Jans Präsenz. Schlag. Oh. Er wächst einfach über sich hinaus. Er muss einfach jeden Ball über seinen Rücken spielen und dann macht er nur noch Punkte. Ja. Er muss einfach einen Ball spielen, den er nicht sehen kann, dann wird es anscheinend ein Punkt. Spielt er wieder komplett gegen die Schulter, er läuft schon in die Mitte für den kurzen. Ne? Kapriolen macht er da, Kapriolen. Ach ja, starker Ball auf jeden Fall. Ja. Und kurze nimmt er auch noch an. Ah, die Chance für Jan. Das Zuspiel ist super. Und auch er setzt den Ball kurz rein. Oh nein. Wir nix von Jans Leistung hier runterspielen. Aber den kann man schon mal holen. Irgendwie. Ja, aber trotz allem. Also Jan bislang noch nicht ein Ball kurz gespielt, alles lang gespielt. Ball steht gut. Ja, meinst du, er hat seinen Überraschungsmoment abgewartet? Das ist die Aura, von der du eben noch gerade geredet hast. Ja, stimmt. Stimmt. Nicht gute Annahme da. Bisschen zu viel. Dass der noch da mit über den Rücken kann. Aber schön aufgepasst hier. Ja, funktioniert hier gut. Ist overpowered hier in der Halle. Stark gelaufen von Joel. Schön früh antizipiert. Hin. Wird schön Heidenau wittert so ihre Chance, dass sie wirklich jetzt nochmal hier weiterkommen können. Und anstatt, dass sie irgendwie zittrige Knie kriegen oder sonst was, sind die jetzt wirklich alle dabei, so dass sie auch hinten sich überall reinschmeißen, deutlich besser spielen als vorher. Ja, und wir beide wissen, was die Erklärung dazu ist. Jans fucking Aura. Auf jeden Fall. Mit Jans Einwechslung kam hier alles, kam der ganze, wir haben die ganze Wende. Weißt du, aber wir müssen auch sagen, wir haben Jan auch gerade ein bisschen groß gemacht. Oh, der steht super. Ja, alleine leider. Schade. Jan kann auch nicht alles perfekt machen. Ich hab zum Glück gerade nicht hingeguckt. Du kannst es für dich die Erinnerung an einen perfekten Jan noch aufrechterhalten. So ist das. Oh, super Zuspiel. Das hört man ab und zu im Stream. Zu wenig. Ein gefühlten Preller ins Halbfeld. In der Halle nicht wirklich gefährlich. Ah, gut gesetzt. Wie ein klassischer Fall für wenn eine Wand da wäre. Dann wäre er bombengefährlich. Oh, super Schlag. Klasse Winkel. Jetzt hier auch zum 5-5 Ausgleich. Macht das gut noch zurückgekämpft von Rettorf. Aber Heidenau muss auch wieder zeigen, dass er auch deutlich gefährlicher werden kann. Auch so ein bisschen wieder das Feuer in die Mannschaft reinkriegen, was am Anfang da war. Ja. Ja. Jan spielt gerade ein bisschen die Verwirrung, um den Gegner mit zu verwirren. Aber ich bin auch verwirrt, ich weiß auch nicht, was los war. Es begann bei der Geburt. Ja. Ein guter Ball. Abspiel, haben jetzt die Möglichkeit, den ruhigen Ball wieder zu spielen. War auch sehr gutes Zuspiel. Und super starker Schlag. Nimmt er vorne an. Wahrscheinlich für hinten einfacher. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob der einfach aus wäre. Das kann ich schwer beurteilen von hier oben. Finde ich schon. Ja, aber
Du sitzt ja auch ungefähr ein paar Zentimeter weiter rechts, da geht das immer besser. Sitzt auch ein paar Zentimeter höher. Das auch wahr. Oh, super Annahme. Ja. Der Ball wirklich auf 20 Meter. Trotz Ausrufe. Ah, da lief er schon gestern hin. Schade. Bitter. Gut geblockt, gut auch abgelaufen, aber ja, ärgerlich. Hat Spielball gestand, 6 Ausgleich. Heidenau wartet sich immer noch die Chance. Ich habe schon immer gesagt, Jan ist eher so der Spieler für einen Rückschlag. Ja, Jan, der muss nur seine Chance bekommen. Na, Jan baut auf jeden Fall das auch, macht das, was wahrscheinlich sein Trainer ihm gesagt hat. Er hat jetzt bislang konsequent mit jeder Angabe fast die Joey rausgenommen. Ja, absolut. Ich meine. Ah, komm. Ja, sauber geholt. Oh, super. Ja. Ah, sauber verwandelt. Geil. Hört man eventuell so dezente. Ne? Wie nennt man's? Sind wir mit dezentem Fleisch heute? Ich weiß nicht. Aber irgendwie ist die Leine. Ach, ich hab vergessen. Ja, genau. Ah, schön gerufen. Oh. Ah. Bisschen scharf gemacht, leider. Ah. Ist besonders kritisch, besonders knapp, gerade wenn man bedenkt, sobald Heidenau einen Satz verliert, sind sie auch tatsächlich raus. Oh. Weil sie müssen jetzt auch wirklich beide Sätze gewinnen. Und wenn sie beide Sätze gewinnen, müssen sie aber auch ein bisschen Differenz aufholen. Es wird jetzt tatsächlich mittlerweile knapp. Stark, stark. Es ist simpel. Es sieht nicht nur simpel aus, es ist simpel, aber es ist halt einfach clever. Ja, absolut. Er hat den Punkt nicht erzwungen, aber was er auch einigen Angabenspielern jetzt momentan voraus hat, ist einfach, dass er keine Fehler macht. So, ne? Oh, ich habe gelogen. Die müssen tatsächlich doch nur gewinnen, tatsächlich. Weil die haben bisher mittlerweile jetzt schon das bessere Ballverhältnis als Weibstadt. Und damit würde es ausreichen. Ja, das hätte aber da haben sie noch was gegen. Wirklich ein super Schlag. Ja. Ich wiederhole mich gerne von dem 15-Jährigen. Ja. Wie alt ist der eigentlich? Ja, 15 tatsächlich. Okay. Das ist krass. Ja. Olaf, falls du gerade zuschaust, der Typ ist 15. Falls nochmal 25 Spieler dir auch absagen für die Nationalmannschaft. Olaf, falls du gerade zuguckst, ich hoffe, du hast den Ton aus. Oh, wieder super Zuspiel, stark gemacht und es reicht aus. 9-8. Ich muss auch sagen, das stimmt auch einfach das Timing. Ja. Ne? Das hat in den Spielen zuvor manchmal nicht geklappt, aber hier. Wirklich einfach richtig stark gemacht. Du liebst auch die Wiederholung an der Leine. Ja. Ja, gut gerufen. Der Aufruf. Und damit 10-8 und damit die erste Chance jetzt für Heidenau. Ihr kleine Kinder kommen irgendwie anstrengend. Nein, falls jemand fragt. Oh, guter Ball auch. Aber super erster Ball. Also der erste Ball von Heidenau ist auch wirklich gut gerade. Ja, die machen das schon sehr souverän gerade. Das ist natürlich nicht genug, ne? Wenn der Ball auf 4 steht. Den kann auch wieder prellen. Wieder super. Ah, ein bisschen weit, aber kommt noch ran. Ja,
Hat ja natürlich ein bisschen auf den Hintermann gebaut, dass er ihn da hinten abdeckt. Ah. Hätte er vielleicht Bescheid sagen müssen. Ja. Aber hier ist es, dass er jetzt halt keinen Kopf darum macht, sondern jetzt in der Angabe trotzdem fokussiert bleibt. Ja. Bei der Angabe ist einfach nur wichtig, dass er seine Linie einfach weiterfährt und sich nicht irgendwie von irgendwelchen Ideen verrückt machen lässt oder so. Am besten halt Joey wieder mit rausnehmen. Ja. Das hat bislang für die wirklich sehr, sehr gutes wirkt. Ja, kriegt das auch hin hier. Und ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass Bredow es echt nicht schafft, gegen die doch relativ eindimensionale Angabe eine Lösung dahingehend zu finden, dass sie Joey entlasten, dass er den Ball nicht annehmen muss, diesen ersten. Ey, man muss halt sagen, von 10 Bällen waren 10 Mal die gleiche Angabe. Ja, die gleiche, 1:1 die gleiche Angabe. Und sie schaffen es nicht, ihren Schlagmann da den Ball abzunehmen. Ob's ja, es ist eigentlich wirklich egal, wer es ist. Wer da irgendwie vorrückt oder reinrückt. Oder 120 mit Zeitlücke, das wäre. Und wieder. Der kam sehr überraschend. Oh, der Ball ist weit. Ja, stark. Oh, stark gemacht, aber leider an alleine. Und jetzt hat Everett auf den Ball. Und so schnell geändert sich das Blatt hier. Aber man muss auch sagen, es ist ärgerlich. Er gefühlt nicht mal mit dem Ball, sondern irgendwie mit dem Körper, den er nachzieht. Und jetzt die Auszeit für Heidenau. Ein bisschen zu spät, meiner Geschmack nach. Hätte, glaube ich, schon ein bisschen früher kommen können. Die haben bis vor 3 Bällen oder so das Spiel eigentlich dominiert. Ja, aber ich hätte sie wahrscheinlich einen Ball vielleicht früher nehmen können, aber... Ja, im Nachhinein weiß man es immer besser, ne? Der Satz ist trotz allem nicht durch. Ja, außerdem haben sie Jan fucking Espen. So sieht's nämlich aus. Ich hoffe jetzt, dass ehrlicherweise Heidenau den ersten Satz gewinnt, weil dann haben wir nochmal Spannung für den zweiten Satz. Weil ansonsten, wenn der erste Satz jetzt am Bredow geht, ist die komplette Gruppe auch schon fertig. Dann steht die Tabelle fest. Schwer zu entscheiden. So, dann bin ich mal gespannt, welches taktische Mittel Jan jetzt anwenden wird. Und auch echt viel Druck jetzt auf seinen Schultern. Oh ja, stimmt. Angabe bei einem Satzball ist nicht das Angenehmste. Oh, aber er macht einfach einen Punkt. Jan fucking Espen, ich sag's euch. Eine Legende. Es war ja nicht nur der Satzball. Es war der Ball, der darum entscheidet, ob sie noch die Chance haben, aufs Weiterkommen oder nicht. Jan fucking Espen, du bist ein Genie. Und das. Meine Fresse, was für ein geiler Ball. Alter. Boah, aber was das noch als Antwort von dem fucking 15-Jährigen. Knallt das Ding auf 15 Meter zurück. Hier zeigen sich die wahren Legenden. Ich finde, das ist auch ein guter Punkt, um mal zu erwähnen, dass Joey 15 Jahre alt ist. Nein. Oh, super Ball. Ja. Aber schön auch genommen hinten. Ja, also. Uiuiui, der war. Oh, bitte. Ja. Ah, ist das bitter. Und dann ist es am Ende so ein Rollerball, der tatsächlich das Aus für Heidenau gibt. Die sehen auch wirklich ein bisschen bedrüppelt jetzt aus. Ist super ärgerlich. Ja. Ja, da kann auch Jan Magnus nichts machen. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich feiere die Helden auf Fans in dem Chat. Ja, und somit steht auch fest, Weibstadt ist tatsächlich morgen auch nochmal dabei. Hat nochmal die Chance, endlich alles rauszuholen, was sie auch können. Und ich bin ehrlich, ich hoffe, ganz verstanden habe ich nicht, wie sie es geschafft haben, weil sie haben so unter ihren Möglichkeiten gespielt, aber ihre Möglichkeiten sind so hoch zum Glück, dass es trotzdem gereicht hat. Ich finde es schade für Heidenau. Absolut. Wiederum finde ich auch, dass es wenigstens eine Chance gibt, dass wirklich Weibstadt mal ihr wahres Gesicht zeigen kann. Ne?
auch wenn ich es für die ganzen Meilenau-Fans bedauere. Ja, vor allem, die haben ja wirklich gerade hier wirklich ein super Spiel auch abgeliefert, hatten die Chance. Ja, auch gegen Empelde. Das echt Spiel. Super ärgerlich. Und nicht nur gegen Empelde natürlich. Naja. Ich hoffe, dass sie trotzdem ihren Schwung jetzt noch mitnehmen, sagen, hey, wir nehmen das Spiel an, wollen trotzdem jetzt nochmal diesen Satz gewinnen. Starke Annahme, nicht einfach. Alter! Super stark gespielt eigentlich, aber auch dann die Annahme ist einfach klasse. Ja, auch davor. Mega. Spiel. Schön die Lücke gesehen. Wunderbar. Ja, müssen jetzt aufpassen, dass sie jetzt halt dadurch, dass sie jetzt so ein bisschen den Rückschlag hatten, nicht jetzt komplett sich fallen lassen, jetzt nochmal abgeschossen werden. Haben sie aber nicht den Eindruck, muss ich ehrlich sagen. Und das finde ich gut. Wir sollen trotzdem weiter kämpfen. Einfach mal das Spiel genießen. Ja. Aha. Unkonventionell. Ja, leider nicht so ein Fehler jetzt hier. Sehr früh, sehr schön. Auch ein schönes Zuspiel. Ja, über den Kopf, wir kennen den Ball. Ja, mittlerweile kennen sie ihn leider auch. Jetzt sind wir mit 4-0 mittlerweile schon, sehr deutlich. Aber eigentlich auch nur vom Spielstand, weil die Balldecken bleiben lang. Ja. Haben gerade einfach Pech, dass sie nicht den, machen, obviously, aber also Bretter verteidigt es auch gerade gut, auch die schwierigen Bälle wie eben gerade den vorne. Blöde Fehler. Genau sowas. Ja doch nicht, er ist immer aus, leider ist besser aus. Ja, richtig scheiß Annahme. Trotzdem haben wir gut da, gar nicht so schwer, gar nicht so einfach den zu nehmen. Ja, wir haben mit Jan nochmal eine Verabredung morgen nach dem letzten Platzierungsspiel dann. Ich glaube, er meinte vor der Kamera und nicht privat. Ach so. Ja. Ich kann ja die Kamera mitnehmen. Oh Gott. Das ist auch eine Runde wert, eigentlich. Na, schade. Nein, diesmal kein Glück mit der Decke.
tatsächlich eine ziemlich schwache Annahme. So, jetzt können sie den Ball aufnehmen. Ah, super zum Spiel. Ah, den kann er prellen, den kann er prellen. Ja, macht er auch super. Jawohl. Sehr schön gemacht. Mach ihn, er macht ihn. Ja, die geben sich nicht auf, das ist schön. Wollen trotzdem mal ihr Anfangsziel ein bisschen bestätigen, nochmal wirklich alles geben. Ball dadurch. Aber da kämpfen sie sich zurück auf einen Punkt. Zum Ausgleich. Ah, gute Angabe. Gute Länge. Alter! Alter! Stark! Da hat er sich durchgebissen. Mach mal Wiederholung, nein. Außerhalb. Punkt für Heidenau. Sie haben es zum Ausgleich geschafft, jetzt können sie auch vorgehen. Er trifft hier wirklich super schön die Linie. Ja. Lässt den Ball durch. Was ist da passiert? Schein auf noch im Feld gewesen zu sein. Das war ja auch selber ein bisschen ungläubig, dass er irgendwie der Ball einfach durchgegangen ist. Schauen wir mal, ob unser Kameramann schnell genug war. Leider nicht, aber ich glaube, der war doch ziemlich klar im Aus, um ehrlich zu sein. Weiß ich nicht. Muss der Chat für sich entscheiden. Wolfgang ist nicht Nils, den nehme ich in Schutz. Ja, klarer Leinfehler. Zuspiel wieder ein bisschen zu flach, eigentlich gar nicht so schlecht, aber kein bisschen mehr Höhe. Ja, da müssen sie wieder die Motivation finden, einfach mal wieder Bock haben, Faustball zu spielen. Muss sich auch lohnen. Muss sich ja lohnen. Ey, der Alter, auch wenn es um nichts geht, einfach mal für einen Spaß an Faustball. Ah, streut ein bisschen. Oh, super Zuspiel noch, richtig stark gemacht. Ja. Oh, die Misskommunikation. Wieder ein Ball für die Flasche. Ah, wirklich. Ein Ball, um die ganze Halle voll zu schreien. Ja. Ein Klassiker von meinem Trainer. Grüße gehen raus an Frank. Ja. Momentan reist er mit der Männer 35 auch auf der Deutschen. In Hamburg, glaube ich. Genau, in Hamburg ist die UN Zweiter tatsächlich in der Gruppe. Also die stehen im Viertelfinale. Falls sich jemand dafür interessiert, kann man mal erzählen. Wir kennen im Faustball nur Jugend und Senioren. Ja, genau. Nach der U18 gibt es auch noch deutsche Meisterschaften. Gut durchgelaufen. Ah, den muss er in Luft nehmen. Ja, der Junge hört noch auf mich. Stark gemacht, Joel. Schön durch den Block durch. Ja, jetzt wird es auch langsam deutlich. Zeigen vielleicht dann doch nochmal das. Ja, das ist zu wenig. Oh, ja, das ist auch zu wenig. Oh, der gefährliche Runde. Roller. Erzeugt auch genügend Druck. Streuen momentan mir ein bisschen zu viel. Da muss mal Jan das regeln. Wir sind hier live. Bitte, verstehen Sie.
sauber. Jetzt haben wir auch einen guten Spielfluss. Oh, ja. Ah, schöne Annahme in der Mitte da. Ganz krasse Absprachschwierigkeiten hier auf beiden Seiten. Den kann er nicht brennen. Aber den verwandelt er trotzdem. Scheißegal. Schöne Länge, aber trotzdem der in der Handfehler muss er eigentlich haben. Kann er normalerweise haben. Ja, nicht schön, aber selten. Ja. Ja, gut. Wenn man spricht mir das Lied. Muss der Vordermann. Er läuft vorne schon los, bleibt dann aber stehen. Ärgerlich. Würde er selber wissen. Damit sind wir bei zwei Flaschen schon. Ah, schöne Angabe, aber auch schöne Annahme. Und der Beinleine ist am Ende der Matchball. Brettow holt sich das Spiel. Ja, man muss sagen, leider konnte Heidenau nicht an die Leistung anknüpfen, die sie in den vorigen Spielen zeigen konnten. Ja, zumindest haben vor das allem nicht schlecht Satz gemacht. Haben. Also der erste Satz war ja wirklich gut von ihnen. Ja, ja, den hätten sie ja auch fast gewonnen. Und dann, dass dann die Luft ein bisschen raus ist, ist ja auch sehr verständlich, muss ich sagen. Vor allem, wenn es um nichts mehr geht, ne? Ja. Damit sind wir dann auch mit Gruppe A komplett durch und dann geht es jetzt nur noch um die Gruppe B und dort fangen wir gleich mal an mit Stammheim gegen Ahlhorn SV. Geiles wahrscheinlich Spiel. Das Spiel ums Halbfinale, also höchstwahrscheinlich die beiden Favoriten der Gruppe. Ich freue mich richtig auf das Spiel, das wird richtig gut.